kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich, warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Luca, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Wieso bin ich noch hier? Ich hasse einen von mir. Wen hasse ich? Ich weiß es nicht. Sie zwei. Welche ist es ich? Und welche hasse ich? Sehr, sehr merkwürdig. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran, tot zu sein. Meine Seele ist bereit. Können Sie das auch behaupten? Als mein Sicherheitschef wollen Sie von Freunde fahren wie diese beiden? An Ihren Männern vorbeikamen und was Sie im Keller wollten? Jeder kommt hier dran. Dann gehen wir den guten Mann da oben nochmal besuchen. Ja, ja, das haben schon andere gesagt. Unser Gegner da vorhin. In der anderen Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Hier kommt noch irgendwas raus. Definitiv. Dann schauen wir uns doch mal draußen um. Okay, da steht Salz. Hier ist zu nach der Seite. Komm her! Vorsicht, Flakgeschütz! Los, wach! Okay! Achso, das war gar nichts Automatisiertes. Firma dankt. Na komm. Schätze aus dem Job verfinkt wirklich.
Also ein kleines bisschen hätte er doch auch damit rechnen müssen. So, jetzt ist allerdings die Frage, wo wir hinwollen. Was sagt denn unsere Mission? Ah, zur Werkstatt zurück, okay. Oh. Ich kille den falschen Hirten. Das finde ich nicht nett. Gott, ist die Musik schräg. Hörst du irgendwas? Hä? Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Booker, da! Der Schrein! Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier. Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen, sehr gefährlich. Warten unten bei Mrs. Lin. Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen, sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe. Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Heile meinen Mann. Wie würdest du das verarbeiten? Beruhige seinen Geist. Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte, ja dann, vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Na, dann werden wir doch jetzt nach Shantytown gehen. Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Nicht so unmöglich. Weil sonst passiert das. Dann sollte sie sich hier nicht kopflos durchkämpfen. Mädchen? Oh. Na, ihr zwei. Veni, vidi, vigo. So, was haben wir denn da? Erhöht den Schaden.
Und den Bronco können wir nicht kaufen. Aber vielleicht dafür ein bisschen Ammo. Thank you. Damit kommt er nicht durch. Falls du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Öffnen. Bitte sehr. Das war aber fies. Oh, yeah. Mehr Geld. Bitte sehr. Thank you. Ich will aber das Vigo da drin. Ist hier irgendwo ein Schalter? Elizabeth, fällt dir da irgendwas ein? Nein, ich möchte den Bereich nicht verlassen. Ich möchte das Ding da drin haben. Was das auch sein mag, sieht böse aus. Hier gibt's auch keinen Schalter irgendwo. Draußen ist auch kein Schalter. Vielleicht ist das dann in der anderen Dimension offen. Da müssen wir auf alle Fälle ein Auge drauf haben. Wir werden ja wahrscheinlich eh nochmal da rauskommen. Mich wohl für so eine Art Freak. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Nein. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Das ist es, was sie wollen.
Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter Frank ist schuld am Zustand dieser Leute. Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Mein Hank hat seine Stelle bei Fink verloren. Und sie haben uns. Da drüben ist ein Riss. Da, der da. In Ordnung. Aus dem Weg! Bitte, danke schön. Ich verstehe das nicht. Warum werden manche wie Menschen behandelt und andere wie Tiere? Unten gibt es jede Menge Orte, wo es ganz genauso abläuft. Wie bei Wounded Knee. Ja, wie bei Wounded Knee. Oh, noch ein Kleidungsstück. Kugelsägen. Erhöht die Magazingröße aller Waffen um 50%. Nett, nett, nett. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Wer schießt? Was ist das denn? So, dann schauen wir doch mal. Du wirst hier sterben. Patriot, da drin! Fitzroy. Gerissen sind sie. Das muss man ihnen lassen. Ich habe hier oben ein paar Bärenfallen entlang der Skylines aufgestellt. Wollte einen von ihren Kurieren bluten lassen, bis er sie verpfeift. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Jetzt ist da dieser Indianerknirps und sieht mich mit großen Augen an. Ich muss dem ein Bein abnehmen. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Wenn er wenigstens heulen würde oder irgendwas. Dich mach ich